Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute komme ich euren Videowünschen nach, denn ich zeige dir meine Kalendersysteme, die ich so in den letzten Jahren schon ausprobiert habe. Wenn dich das interessiert, dann bleib am besten dran. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Kein Video wurde so oft angefragt wie ein Video über die ganzen Kalender, die ich schon so verwendet habe. Und dem Wunsch komme ich natürlich sehr gerne nach. Heute zeige ich dir also die verschiedenen Kalendersysteme von verschiedenen Firmen, die ich über die Jahre alle schon so getestet habe und wie mein System in den einzelnen Kalendern so ausgesehen hat. Bevor wir nun aber starten, einmal kurz der Hinweis: Am Ende vom Video wird es eine Verlosung geben. Mit Kalendern logischerweise. Es gibt ja verschiedene Systeme, es gibt Bullet-Journale, es gibt so Tageskalender, es gibt Wochenkalender. Eine ganze Reihe habe ich davon getestet und die zeige ich dir jetzt. Bevor wir nun aber die Kameraperspektive ändern, dann ist es natürlich schwierig, die ganzen Kalender hier so in der Luft zu hantieren und dir zu zeigen, möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, dass es schon wichtig ist, dass du weißt, was für ein Kalendertyp du bist. Ich würde sagen, man kann so bei zwei Sachen unterscheiden. Einmal bist du jemand, der so weit im Voraus plant, also der wirklich eine Struktur braucht über mehrere Wochen und Monate hinweg. Oder bist du jemand, dem es reicht, wenn du das Tagesgeschehen so im Blick hast auf einer Seite und immer vielleicht für 2, 3 Tage im Voraus planst. Da unterscheidet sich schon mal, ob du ein Bullet-Journal-Typ bist oder jemand, der einen vordatierten Kalender benötigt. Und dann, was ich aber erst in den letzten, ja, ich weiß gar nicht, 2 Jahren, glaube ich, festgestellt habe, gibt es noch einen Unterschied von der Denkweise her. Also bist du jemand, der in Monate, Wochen oder Tage denkt? Das macht einen riesen Unterschied in der Planung. Ich liebe Kalender, die so aufgestaffelt sind. Da zeige ich dir gleich auch welche von, wo man so eine Monatsübersicht hat, eine Wochenübersicht und dann auch die Tagesübersicht. Die liebe ich total. Aber wenn ich so einen Kalender führe, lande ich immer wieder bei den Wochen. Also eigentlich bin ich so ein Wochentyp. Ich denke in Wochen, von Montag bis Sonntag. Das ist meine Woche und in die denke ich. Und in diesem System kann ich am besten planen und agieren. Und ich weiß dann genau, das ist diese Woche, das ist nächste Woche, das ist dann die Woche. Manchmal vergesse ich, dass die Wochen dann sich überschneiden mit den Monaten, weil ich so sehr in diesem Wochenmodus bin. Ich wäre gerne ein Tagestyp. Ich liebe die Tageskalender, aber irgendwie passt das einfach nicht zu mir. Vielleicht erklärt sich das ein bisschen besser, wenn ich dir nun die einzelnen Kalender einmal vorstelle. Und vielleicht kommst du dann selber schon darauf, welcher Kalender für dich am besten geeignet ist. Deswegen ändern wir die Kameraperspektive und es geht los. Ich habe die Kalender jetzt nicht nach Jahren sortiert, sondern ein bisschen versucht, nach Themen zu sortieren. Hier habe ich dann nämlich zum Beispiel 2 Kalender von persönlichekalender.de. Da kann man sich super Kalender selbst zusammenstellen. Siehst schon, es gibt verschiedene Größen. Es gibt auch welche, so Wandkalender und Familienkalender. Man kann die Titelblätter selber aussuchen. Man kann hier so eine Überschrift wählen. Also das finde ich immer richtig cool. Und auch von innen, von der Aufteilung, ist da eine ganze Menge möglich. Der kleinere Kalender. Es haben ja alle auch ein Gummiband, das man auch farblich wählen kann. Also es ist schon wirklich richtig cool. Der kleinere Kalender hat so eine Woche auf 2 Seiten. Das Ganze schaut so aus. Wir haben immer so eine Spalte pro Tag. Man kann hier unten immer noch so Sachen einfügen. Ich habe mich hier jetzt einmal fürs Wetter entschieden und für Training. Dann kann man hier unten das auch immer noch verändern, die Überschriften oder was hier unten drin sein soll. Gibt es einfach noch nur leere Zeilen oder hier habe ich jetzt eben To-Dos und einen Speiseplan. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier eine Übersicht vom Monat und hier sind eben ein paar leere Zeilen. Genau, das ist so eine Woche auf 2 Seiten. Das ist so ganz typisch für Kalender. Damit bin ich auch sehr lange richtig gut gefahren. Was ich immer nicht brauchte, war jedenfalls damals nicht diese Einteilung in, also in Stunden, dass man sich aufschreibt, wann welcher Termin ist. Für mich waren immer ja auch To-Dos wichtig, die für den Tag waren. Von daher, ja, passte das dann irgendwie alles nicht so. Genau, das war einmal der. Dann hatte ich einmal den gleichen in DIN A5. Im Folgejahr quasi. Das war ein bisschen ähnlich. Das ist auch wieder die Woche auf 2 Seiten, auch wieder eine Spalte. Ich habe mich hier oben für so ein Punkteraster entschieden und hier unten eben für die Linien, weil ich eben bei dem anderen gemerkt habe, dass die Uhrzeiten mich gestört haben, habe ich hier nun einfach Termine planen können und hier unten noch To-Dos eintragen. Das hat für mich auch eine ganze Zeit lang richtig gut funktioniert. Hier unten hatte ich dann noch eine extra To-Do-Spalte, also das ist auch eine große Empfehlung. Da kannst du einfach mal auf der Seite schauen, persönlichekalender.de, da kann man eine ganze Menge sich zusammenstellen. Also
Da findest auch du bestimmt deinen richtigen Kalender. Im darauffolgenden Jahr, also es ist jetzt zufällig halt, dass das so aufeinander folgt, habe ich mir ein Plum Paper bestellt. Ich glaube aus Amerika, das war ein bisschen schwieriger. Hier können wir auch ein bisschen selber designen. Das siehst du auch, ich konnte hier meinen Namen einfügen. Hier nochmal so ein Motto. Dann gab es hier Register für die einzelnen Monate. Das fand ich auch richtig gut. Hier haben wir ein ähnliches Prinzip. Die Woche auf zwei Seiten. Ich habe hier leider nur noch ausgefüllte Seiten, aber es soll uns jetzt ja eigentlich nicht stören. Ich sind mal eingeteilt. Homework, Today, To Do und ja, hier unten nochmal so eine extra Spalte, wo halt einfach nur Zeilen sind. Dann ganz hier unten gibt es Dinner, was man vorplanen konnte. Hier gibt es noch einen Habit Tracker, den man sich einteilen kann. Und ich habe das Ganze eine Zeit lang auch richtig schön gestaltet. Das war auch eine Zeit lang, also es war wirklich eine lange Zeit, richtig mein Ding. Das Ganze mit Aufklebern, mit Stickern zu versehen. Und ja, ich habe das eine Zeit lang wirklich sehr geliebt. Von der Marke Cupcake Sun Kiss gibt es solche Tagesplaner. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich unwahrscheinlich gerne ein Tagesplaner wäre. Und das ist wirklich ein reiner Tagesplaner. Ich gucke mal auch nach einer leeren Seite weiter hinten. Das ist quasi undatiert. Man kann also selber das Datum eintragen, hat immer einen Tag auf einer Seite. Nur der Wochentag ist schon eingegeben. Also hier haben wir jetzt Montag, Dienstag und so weiter. Da gibt es auch keine Einteilung für die Woche dazwischen. Also hier ist das Wochenende auf der vorherigen Seite. Und man kann den immer aufschlagen an dem Tag, der gerade ist, alles Mögliche eintragen und der liegt quasi immer eigentlich offen irgendwo, wo er gut sichtbar ist. Wie so eine To-Do-Liste, die man sich täglich neu schreibt. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich habe das auch immer noch verwahrt. Hier sind noch sehr viele leere Seiten, weil ich denke, naja, vielleicht nehme ich es nochmal irgendwann mit dazu. Das muss ich aber nochmal gucken, weil ich habe den auch schon öfter angefangen. Also ich habe den natürlich angefangen, als ich mir den gekauft habe. Aber dann habe ich den auch nochmal wieder rausgekramt. Also hier ist ja noch viele Möglichkeiten. Ich muss mal sehen, vielleicht ergänzt der irgendwann mal meinen Filofax. Dann gibt es unfassbar schöne Kalender von WeekView. Da gibt es auch verschiedene. Es gibt so richtige Business-Versionen, aber es gibt die auch für Privatmenschen und das ist auch so etwas, ich würde da so gerne mitarbeiten. Also ich habe mich auch mal dieses Kalendersystem total verliebt. Ich gehe auch mal ein bisschen weiter nach hinten. Das ist wirklich richtig cool aufgeteilt. Wir haben hier so eine Quartalsübersicht sogar, wo man sich Ziele stecken kann, wo die Wochen quasi vordatiert sind und man sich dann für das Quartal oder für die einzelnen Wochen vom Quartalsziel das noch ein bisschen definieren kann und dann notieren kann auch, was man alles so geschafft hat. Dann gibt es eine Wochenübersicht, hier haben wir zum Beispiel die Woche 40 in dem Jahr. Dann gibt es eine Prio-Liste, damit habe ich auch sehr lange gearbeitet mit solchen Prioritätenlisten. Das mache ich auch immer noch zwischendurch, wenn mir einfach alles zu viel wird, dass ich mir einfach die drei Dinge raussuche, die an dem Tag wirklich passieren müssen. Ist manchmal wirklich nicht verkehrt und macht das ganze Leben etwas leichter. Hier ist nochmal eine Wochenübersicht von den Tagen mit dem Datum dabei und dann haben wir halt, genau, und dann kommen halt eben die einzelnen Tage und da haben wir immer so einen Abschnitt, also quasi immer drei Tage auf einer Seite und viele Notizen. Das ist ja auch was ich total liebe. Ich brauche immer noch meine Notizfläche irgendwo dazwischen. Und das macht dieser Kalender wirklich ganz hervorragend. Hier gibt es nochmal eine Wochenreflexion am Ende. Auch toll, man muss natürlich auch viel Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und auch die Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen. Wie ist die Woche gewesen? Was ist gut gelaufen? Was nicht so? Was sollte vielleicht nächste Mal anders laufen? Worauf sollte ich achten? Das bringt einem eine ganze Menge, also es bringt dich auf jeden Fall weiter, wenn du so reflektiert vorgehst, aber wie gesagt, du musst da eben auch die Muße zu haben und das, ich breche das irgendwie immer wieder ab. WeekView heißen die Kalender, kann ich nur empfehlen, ich kann mal gucken, vielleicht finde ich hier vorne irgendwie auch so eine, gibt es da, hier sind die Internetseiten dazu passend, bei Instagram gibt es auch so ein paar Vorschläge, wie man die Kalender nutzen kann, also lohnt sich auf jeden Fall. Dieses ganze Aufkleber benutzen habe ich eben vom Happy Planner. Da gibt es ja auch unfassbar viele verschiedene Formate. Es gibt so Pocket, es gibt halbe Seiten, es gibt den Classic, es gibt einen Big Planner. Und glaube mir, ich habe sie schon alle ausprobiert. Datiert und nicht datiert. Ich habe leider keinen ganzen Planer mehr zu Hause. Ich habe nur noch ein paar einzelne Seiten. Darum zeige ich dir das einmal eben hier. Das ist falsch rum, das gehört eigentlich so. Das ist so ein Klassikformat. Man hat eigentlich immer diese drei Spalten, die man so benutzen kann. Und dann geht es hier eben auch um Sticker, ne? Um das Ganze irgendwie anschaulich darzustellen, das Ganze zu verschönern. Und wie du auch schon siehst, das habe ich mit Wonne gemacht. Das habe ich richtig, richtig gerne getan.
ja, mal mehr, mal weniger, immer farblich ein bisschen passend. Ich fand das einfach richtig cool. Hier ist mal noch so eine Herbstseite, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber auch dafür braucht man eben noch extra Zeit, die mir nachher zu schade wurde. Und ich wollte einfach auch wirklich gerne etwas minimalistischer, weil wenn du jetzt auch hier drauf schaust, es ist schwierig, den Überblick zu behalten, zu sehen, was ist gerade wirklich wichtig. Die Sticker lenken natürlich auch ab, ne? Von daher, ja. Die sind toll, die Kalender, die Happy Planer auf jeden Fall. Die haben auch so tolle Kalenderblätter. Ich muss mal eben gucken. Hatte ich nicht gerade hier eins? Ja, so sehen die Seiten dann auch zum Beispiel aus. Da gibt es verschiedene Mottos, die man sich da kaufen kann. Ich habe doch auch irgendwie auch diese Katze hier zum Beispiel. Ne? Also es ist schon wirklich hübsch. Die sind mit sehr viel Liebe gemacht. Da sind so große Ringe. Man kann die Seiten da reinmachen. Man kann die auch wieder leicht rausnehmen. Und das ist wirklich sehr praktisch. Aber ja, ich habe viel getestet, aber das kam für mich einfach überhaupt nicht in Frage. Was sehr lange richtig gut funktioniert hat, war ein Bullet Journal. Weil da konnte ich selber aussuchen, wann ich kreativ sein möchte und wann nicht. Ich habe hier viele Seiten gestaltet, einfach nur für mich, weil ich Spaß dran hatte. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben wirklich gezeichnet da drin. Ich bin eigentlich keine große Künstlerin, aber hier habe ich das einfach mal ausprobiert, weil es eben mein Bullet Journal war. Natürlich kann sein Bullet Journal jeder nutzen, wie er möchte. Wenn man das aber so richtig nutzen möchte, dass es eben auch effektiv ist, da kann ich dir einmal das Buch empfehlen, die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll. Der hat nämlich quasi diese ganze Methode erfunden und immer weiter ausgebaut und ja, das bringt einfach so viel, wenn man einmal sich damit beschäftigt und das ganze Prinzip auch wirklich verstanden hat. Davon kann hier jetzt da drin noch nicht die Rede sein. Also man gestaltet sich das ja, wie man möchte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal auch eine Übersicht mit Seitenzahlen. Das ist immer auch ganz wichtig, dass man was nachschlagen kann. Es gibt immer einen Key, den man sich selber aussucht, die Zeichen. Und mit diesen Zeichen arbeite ich heute auch in meinem Kalender. Color Code, ja, habe ich eigentlich nie wirklich gebraucht. Dann startet man mit einer richtigen Übersicht, die man mit Hand schreibt. Man braucht also quasi nur so ein leeres Notizbuch. Das reicht schon. Dann habe ich hier einmal... Dann kommt immer so eine Monatsübersicht, wo man schon mal auch Geburtstage wieder eintragen kann oder auch eben Termine, die im Voraus liegen. Weil ein Bullet Journal ist ja auch immer nur tagesaktuell. Ich habe das immer wochenaktuell geführt, aber eigentlich ursprünglich nur tagesaktuell. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, ich bin im März gerade, ich bekomme aber einen Termin rein für Juni, kann ich den ja nirgendwo festhalten. Deswegen braucht man dann immer so eine Monatsübersicht. Und dann kommen die Wochenübersichten. Wie gesagt, die habe ich immer dann am Sonntag gestaltet für die nächste Woche. War da auch recht kreativ oder auch nicht, lässt sich jetzt drüber streiten. Und dann kann man immer Termine eintragen und Sachen, die halt erledigt werden müssen. Oder ne? So schaut das Ganze dann aus. Ich habe verschiedene Seiten gestaltet. Hier ist eine Harry Potter Seite zum Beispiel. Oder hier so eine Spielerei, ne? Einfach mal sowas. Hat schon sehr viel Spaß gemacht, aber ja, für alles gibt es eine Zeit, so finde ich das wirklich. Für viele Dinge gibt es oft eine Zeit und manchmal ist das eben auch dann wieder vorbei. Eine Zeit lang habe ich da auch die Zonen von Flylady mit eingearbeitet. Das kann man jetzt hier ganz gut erkennen, mit einem Speiseplan noch mit dabei. Also ja, viele, viele Möglichkeiten. Wenn du dich dafür interessierst, dann gib einfach mal Bullet Journal bei Pinterest ein, bei Facebook, bei Instagram. Du kriegst so viel Inspiration. Also man kann die wirklich schlicht halten, aber eben auch kreativ gestalten. Nur für mich war das Plan irgendwann schwierig. Also für so eine Spielerei und für so etwas ist natürlich toll. Und ich mag da unwahrscheinlich gerne heute drin rumstöbern. Aber zum richtigen Planen ist das einfach für mich nicht das Richtige. Ich habe das Ganze dann sogar auch einmal im Querformat getestet. Das fand ich auch mega spannend. Also Bullet Journal so in einer anderen Optik. Hat mir auch gut gefallen, habe ich auch eine ganze Zeit lang verwendet. War für mich einfacher mit der Spalte, dass ich hier ein bisschen mehr Platz hatte und eben auch die Woche so besser im Überblick hatte. Aber ja, wie gesagt, alles hat irgendwie so seine Zeit, aber war auch richtig cool. Dann hatte ich mir auch den Ella-Kalender geholt von Ella the Bee. Die wirst du gewiss auch hier kennen von YouTube. Wenn nicht, verlinke ich dir ihren Kanal einmal unten in der Infobox. Sie hat einen eigenen Kalender rausgebracht. Ach, was sag ich? Es sind, glaube ich, mittlerweile 5 verschiedene Designs, die man bei ihr kaufen kann. Einmal zum Jahreswechsel, dann einmal zum Schuljahreswechsel. Und sie steckt da unwahrscheinlich viel Herzblut rein. Und ich wollte es natürlich einmal unterstützen. Andersrum fand ich die auch wirklich toll. Ne? Die sind sehr, sehr, sehr edel gemacht und
Die kann man sich ja auch so herrichten, wie man das gerne möchte. Das habe ich dann auch getan. Das siehst du hier. Ich habe mir die Monate einmal markiert. Haben wir bei dieser Art von Kalender, ich weiß jetzt gar nicht, welcher genau das ist, immer auch eine Wochenübersicht. Das habe ich immer ganz gerne gehabt. Also ich bin gerne vom Monat zur Woche zum Tag gegangen. Also gerne dieses immer mehr ins Detail planen. Also eine Wochenübersicht fand ich immer ganz gut. Und dann gab es eben einen ganzen Tag auf einer Seite. Wieder mit so einem Timer, also wo man sich die Termine wirklich vordatieren kann. Habe ich ja gerade schon was zu gesagt, brauchte ich auf Dauer nicht wirklich, aber ich fand den einfach schön. Das ist ein ganz, ganz hochwertiges Papier. Man kann mit sehr vielen verschiedenen Arten von Stiften drin arbeiten, ohne dass das so durchblutet. Also wirklich schön. Ella The Bee, wie gesagt, verlinke ich dir einmal unten. Kannst du ja auch gerne mal schauen. Vielleicht ist da ja auch der richtige Kalender für dich dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der Profi ist oder der Spezialist oder irgendwie sowas. Die hat auch so coole Namen dafür. Also könnte wohl sein. Habe ich leider auch nur sehr kurz verwendet. Ja, weil ich gemerkt habe, das System ist irgendwie nicht meins. Darum habe ich auch so viele Kalender. Ich habe lange ausprobiert und hin und her geswitcht. Und du solltest auch wirklich für dich entscheiden, was dein richtiges System ist. Und halt dann klappt die Planung auf einmal auch wie von selbst. Eine ganz lange Zeit habe ich diesen Kalender hier verwendet, weil ich ihn einfach so sehr geliebt habe. Schon alleine von der Optik her. Wunderschön. Da kommen solche einzelnen Hefte rein, die man so dazu kauft. Das hat mir auch noch ein bisschen designt. Die sind eigentlich ganz schlicht gehalten. Und da fand ich ganz spannend, dass man ja mehrere von diesen Heften reinheften kann. Und man hat vielleicht ein Heft mit so Sachen, die man eigentlich in jedem Kalender benötigt, die sich auch nicht verändern, wie Adressen von Freunden, Bekannten, Geburtstage und solche Dinge. Was ich ja bei einem neuen Bullet Journal immer wieder von vorne anlegen muss. Also hier habe ich quasi, wenn ich den aufmache, gucken mal. Ja, ich habe hier auch so ein bisschen was dazu gekauft. Ich mag solche Spielereien einfach sehr gerne. Habe ich hier einmal ein Heft mit meiner Adresse. Moment mal eben. Adressen von Freunden und Bekannten. Geburtstage, wie gesagt, sind einmal alle aufgezählt. Passwörter, die ich habe. Also alles so Sachen, die ich immer wieder benötige. Dann, wenn es hier weitergeht, ja, habe ich hier ein Heft mit Notizen. Also hier sind alles Notizen drin, die ich aktuell benötige. Und hier hinten, genau, und hier hinten habe ich dann angefangen, das Bullet Journal so zu führen, wie man es eigentlich macht. Aber da habe ich mir dieses auch einmal hier rausgenommen. Das habe ich zum Beispiel 2019 habe ich das gemacht. Ups, da habe ich einmal jetzt zum Beispiel die Monatseinteilung mit viel Platz unten drunter zum Reinschreiben, Geburtstage, wichtige Termine und so etwas. Und danach folgen halt eben die einzelnen Tage. Und wirklich sehr nach Bullet Journal, man schreibt das Datum drüber, dann den Tag über die Termine, die man hat oder die To-Dos, die abgearbeitet werden müssen. Und das ist eben so lang, wie ich den Platz benötige. Vielleicht auch noch eine kleine Reflexion oder irgendwie was. Und dann am Abend oder am nächsten Morgen direkt schreibe ich das nächste Datum, dann geht es da weiter. Ich habe also gar keine Chance für eine Vorausplanung. Wirklich nur für das tagesaktuelle Geschehen. Hat mir damals richtig viel gebracht, aber heute halt eben nicht mehr. Naja, und das ist ja mein Filofax, mit dem ich jetzt schon seit einiger Zeit arbeite. Ich habe auch noch einen kleinen Filofax im DIN A5 Format. Finde ich auch ganz praktisch. Zumal ist das jetzt auch hier kein Leder. Das ist so ein abwaschbares Material, was mir richtig gut gefallen hat. Allerdings sind die Seiten dabei wirklich winzig klein. Also, wenn du jetzt hier einmal guckst, also da hast du wirklich mega wenig Platz zum Schreiben und das finde ich einfach sehr ungünstig im Alltag. Da muss ich mich ja bemühen, dass ich wirklich auch klein schreibe und da muss ich wieder gucken, dass ich es genau lesen kann. Das ist irgendwie nicht ganz so meins. Ich habe hier zum Beispiel so eine Tagesseite, die ich mir mal ausgedruckt habe. Siehst du, ne, die Zeilen, das ist einfach sehr winzig. Also ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, es gibt auch noch Pockets, es gibt ja noch kleinere Kalender extra für die Handtasche, aber ich habe einfach eine sehr große Handtasche und in die passt eben auch mein DIN A5 Filofax. Das hat sich seit dem letzten Video nicht verändert. Ich habe immer noch die identische Einteilung da drin mit meinen ganzen Checklisten hier am Rand, mit meinen Reitern für Flylady, die Checklisten, der Kalender und so weiter. Ein ausführliches Video dazu gibt es bereits auf meinem Kanal. Das verlinke ich dir am besten einmal hier unter dem i. Schau doch einfach mal nach, falls dich das interessiert. Und das war nun die Zusammenfassung der Kalendersysteme, die ich alle nun so schon ausprobiert habe. Ja, ich habe schon so einiges ausprobiert, würde ich sagen. Aber es hat mega viel Spaß gemacht und oftmals ändert sich ja auch das System, wenn sich so Lebensumstände ändern. Von daher gab es viele gute Kalender in dem passenden Zeitpunkt in meinem Leben und gut, dass ich auch jetzt gerade den richtigen für mich gefunden habe. So, nun aber zur Verlosung. Ich denke, du bist neugierig. Zum Ende des letzten Jahres sind mir irgendwie noch zwei Kalender in die Hände gefallen, die ich aber nicht benötige und deswegen sehr gerne an dich verlosen möchte. Ich habe einmal den Kalender von Waterdrop aus dem Waterdrop Adventskalender.
der war im 25. Türchen drin. Falls du das Video verpasst hast, verlinke ich dir sehr gerne einmal hier unter dem i. Das ist ein typischer Wochenkalender. Also eigentlich genau was für mich. Wir haben hier vorne einmal so eine Einteilung mit dem Jahr, ein paar Notizseiten und dann geht es hier los mit einer Woche auf einer Seite. Hier die Woche und eine freie Seite. Das finde ich ja mega wichtig, weil Notizen brauche ich immer noch extra. Von daher ist das eigentlich schon ein guter Kalender für mich. Aber du hast ja eben gesehen, ich liebe meinen Filofax und ich würde jetzt nicht umswitchen, nur weil ich den jetzt hier gerade bekommen habe. Deswegen verlose ich den ja an dich. Ich finde es total gut. Man hat hier wirklich viel Platz für jeden Tag und halt eben die Zusatzseite. Der geht genau bis zum 31.12.2023, also genau ein Kalender für das Jahr. Er hat ein Gummiband, so kann man auch noch ein paar Papiere reinlegen, die nicht verloren gehen. Also ganz ideal. Dann habe ich hier so einen typischen Chefkalender, so nenne ich das ganz gerne. Das ist ein etwas dickeres Buch. Hier vorne ist einmal, ja, Deutschland abgebildet als Karte mit Österreich und der Schweiz drauf. So, Jahresübersicht. Feiertage, du kennst das irgendwie alles, ne? Schulferien, besondere Tage, Vorwahlenverzeichnis, all so etwas. So, und jetzt hat der Kalender aber wirklich ganz besondere Seiten. Wir haben hier immer einen ganzen Monat auf einer Seite in so Spalten, wo man sich super Geburtstage eintragen kann oder Termine, die so weit im Voraus geplant werden. Dafür ist das ideal. Dann ist daneben immer die Woche im Überblick. Also hier kann man dann etwas detaillierter planen. Und dann haben wir auch den Tageskalender. Ja, das ist jetzt am Anfang ein bisschen schwierig zu sehen. Vielleicht zeige ich dir das Ganze besser im Februar. Hier startet der Februar mit der Monatsübersicht. Da ist die Wochenseite und immer die Tagesübersicht. Ja, es geht dann hier beim Montag los. Da ist dann immer ein ganzer Tag auf einer Seite. Mega viel Platz für Termine, für To-Dos, Telefonate, die man erledigen möchte, Arbeitszeiten, die man sich eintragen kann zum Nachverfolgen und was auch immer. Also richtig, richtig cool. Ein großer Kalender, ideal zum detaillierten Planen. Also, die verlose ich, Waterdrop-Kalender oder den Boss-Kalender. Du musst mir einfach nur sagen, in einem lieben Kommentar, welchen der beiden du gewinnen möchtest. Alle weiteren Bedingungen findest du unten in der Infobox. Das sind aber die identischen Bedingungen, die immer bei meinen Verlosungen gelten. Die Verlosung dauert genau eine Woche, startet quasi heute mit diesem Video. Dann endet sie Sonntag am 8.1. um 12 Uhr, damit ich dann auch die Kalender zügig verschicken kann, damit du auch noch im Januar damit durchstarten kannst. So die Idee auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, unterstütze mich doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.